Tierfreundinnen und Tierfreunde. Unsere Folge beginnt heute mit einem weißen Katerchen, das am 20. August in Gotha-Heuteilsweg gefunden wurde. Das Schneefleckchen wird auf ungefähr 4 bis 5 Monate geschätzt. Es ist ganz zahm und anhänglich. Auf jeden Fall hat das Katerchen bei Menschen gelebt, so verschmust wie er ist. Für ihn werden seine Bezugspersonen gesucht, die ihn so schnell wie möglich aus seiner misslichen Lage befreien. In seiner Quarantänebox sitzend wird jeder Finger dankbar als Spielobjekt angenommen. Meldet sich für den schönen weißen Stubentiger niemand, braucht er ganz schnell ein neues Revier mit allem, was eine Mieze glücklich macht. Die zweite Vorstellung ist ein Doppelpack zum Verlieben. Es sind Geschwister, deren Start ins Leben nicht rosig war. Die zwei wurden von den Tierheim-Mitarbeitern im Katzenhaus liebevoll aufgepäppelt. Sie waren so klein und hilflos, aber immer füreinander da und werden deshalb nur gemeinsam vermittelt. Vereinsamt wurden Bruder und Schwester in Gotha Ost gefunden. Das schwarz-weiße Baby ist ein Mädchen, das rote Tigerchen ein Junge. Mit fremden Menschen sind sie eher vorsichtig. Doch zu ihrer Tierheim-Pflegemutter Conny Herbel haben sie schon richtiges Vertrauen. Wer sie zu sich nimmt, kann auf der guten Arbeit des Tierheims aufbauen. Die Kätzchen bekamen in der Arche Noah die tierärztliche Grundversorgung und sind sogar schon stubenrein. 2 Kätzchen bedeuten auch nicht mehr Arbeit als eine Mieze, sagt Tierheimleiterin Katrin Mattes. Denn sie spielen und lernen zu zweit viel besser als allein. Das Leben wird bestimmt freudiger und heller, wenn man es mit solch schönen Wesen teilt. Die 2 Sträuche suchen ein Zuhause, wo sie später auch an Freigang gewöhnt werden können, denn die Freiheit liegt ihnen wahrscheinlich im Blut. Das bedeutet aber nicht, dass sie keine Schmusekatzen werden und auf ein Sofaeckchen verzichten können.